Am 30. Mai wurde an der Waschanlage in Hainichen ein kleines Fest gefeiert. Den Anlass gab das Graffito, das man nun schon seit einigen Monaten bestaunen kann. Ein außergewöhnliches Porträt der Gellertstadt. Als vor rund einem Jahr dieses Graffito eröffnet wurde, gab es unwahrscheinlich viele positive Feedbacks. Ja, und auch ganz schön viel Stolz, dass man sagt, Mensch, was haben wir alles in Hainichen der Welt gegeben? Dass wir den Gellert hatten, der vor Goethe und Schiller der meistgelesenste Schriftsteller war, das wussten wir, denke ich, alle. Dass der Holzschliff erfunden wurde, dass man also aus Holz Papier gewonnen, das wussten auch die meisten. Aber dass wir auch in den letzten 100 Jahren so viele Akzente gesetzt hatten, das ist bestimmt gerade den Jüngeren unter uns gar nicht so bewusst geworden. Denn es gibt ja leider einige dieser Produkte, die hier dargestellt sind, nicht mehr. Der B1000, ich war in unserer Partnerstadt in Tschechien und haben gesagt, Bargas, Bargas, das gibt's ja nicht. Also gerade in Osteuropa kann man mit dem Bargas schon noch viel anfangen mit dem Begriff. Und auch, um da unseren Stolz zum Ausdruck zu bringen, sind wir ja nächste Woche am Areal der Firma Sonnenberg und feiern unser Bargas-Treffen, um einfach das nicht zu vergessen. Auch um den vielen 100 Bargas-Werkern, die hier in Hainichen über Jahrzehnte dort für die Herstellung des Bargas gesorgt haben, die aber dort auch ihren Lohn und ihr tägliches Brot verdient haben, dass deren Lebenswerk nicht in Vergessenheit gerät. Das Lederwerk, die Milch, die ja immer noch hergestellt wird, damals auch für Israel, das sind die Produkte von einst. In der Plüschweberei wurden viele Dinge hergestellt. Aber auch heute machen wir wieder Gegenstände, die ja in der ganzen Welt verbreitet sind. Made in Hainichen verewigt hat das Künstlerkollektiv von Rebel Art. Dankeschön, Rebel Art ist ja in Etzdorf, im Umspannwerk Etzdorf, heute zu Hause. Ich denke, die Gestaltung ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das Graffito ist gefördert vom Klosterbezirk Alzeller und auch von Mitteln aus Ab in die Mitte. Ich habe schon ein paar Vorlagen, in denen halt die Ideen grob fokussiert und fixiert waren. Und unser Auftrag war es dann, den vorhandenen Entwurf im Detail auszuarbeiten und hier handwerklich an die Fassade zu bringen. Ja. Umgesetzt wurde das Ganze mit Farben auf Acrylbasis, zum Großteil mit direkten Fassadenfarben, rein Acrylat-Fassadenfarben, zum Teil aber eben auch mit Acrylfarben aus der Sprühdose. Dinge, die an der Waschanlagenwand zu sehen sind, konnten Gäste des kleinen Festes am 30. Mai im Original oder auch als Modell bestaunen. Zudem wurden kleine Einblicke in Hainichens Industriegeschichte präsentiert. Das Wetter war zwar nicht allererste Sahne, aber die Waschanlage bot bei den heftigen Regenschauern ein Dach über dem Kopf.